الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Meine lieben Geschwister, das Team vom BDI wünscht allen Muslimen gesegnete Festtage im Beisammensein von Familie und Freunden. Eid Mubarak. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euer Fasten, eure Gebete, eure Dua und all eure guten Taten annehmen. Wer den Ramadan gläubig und mit der Hoffnung auf Allahs Belohnung fastet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Einen Monat lang haben wir gefastet. Uns von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang des Essens und Trinkens enthalten. Wir haben vermehrt gebetet, Allah um Rechtleitung und um Vergebung gebeten, auf unsere Worte aufgepasst. Wir haben vermehrt den Koran gelesen, eine nähere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala gehabt. Allah, der Gewaltige, hat uns im Ramadan die Chance gegeben, uns zu verändern, gottesfürchtiger zu werden, anderen zu vergeben, die Familienbande zu pflegen und unsere Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala zu verbessern. Der Ramadan war die beste Möglichkeit, uns zu reinigen. Imam Qurtubi rahimullah sagte, er wurde Ramadan genannt, weil er die Sünden der Menschen mit guten Taten verbringt. Ramadan ist auch bekannt als der Monat der Veränderung. Es ist der Monat, in dem der Koran offenbart wurde. Einen Monat lang waren die Schayatin an Ketten gefesselt. Der Ramadan hat sich verabschiedet. Und nun kommen sie wieder zurück. Wie geht es jetzt weiter? Werde ich mich von meiner Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala auch verabschieden? Werde ich weiterhin beten? Oder höre ich jetzt damit auf? Werde ich weiterhin freiwillige Taten machen? Oder lasse ich es jetzt sein? Falle ich in meine alten Muster zurück? Oder führe ich das fort, was ich auch im Ramadan tat? Nein, die entscheidende Frage lautet, sind wir Diener von Ramadan? Oder sind wir Diener von Ar-Rahman? Jeder Muslim steht fest hinter seiner Überzeugung. Mit Stolz hört man, natürlich bin ich Muslim. Beschränken aber den Islam und den Koran nur auf einen Monat im Jahr. Subhanallah. Ja Allah, lass uns nicht zu denjenigen gehören, die dich nur im Ramadan anbeten und außerhalb Ramadan vergessen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist, war es Abu Bakr radiallahu anhu, der das Wort ergriffen hat und gesagt hat, wenn einer von euch Muhammad angebetet hat, so soll er wissen, dass Muhammad tot ist. Wer aber Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat, der soll wissen, dass Allah lebt und unsterblich ist. Wenn unser Islam also darin besteht, nur im Ramadan zu praktizieren, dann haben wir die Worte Allahs nicht verstanden. Ja, liebe Geschwister, der Monat Ramadan hat sich von uns verabschiedet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird für immer existieren. Das Gebet wird es bis Yawm al-Qiyamah geben. Beten musst du auch außerhalb von Ramadan. Fasten kannst du auch außerhalb von Ramadan. Dua und Spenden kannst du auch außerhalb von Ramadan. Einen Monat haben wir Zeit gehabt, uns zu erziehen, zu trainieren und uns zu verändern. Im Ramadan mag es vielleicht leichter fallen, weil die Schayatin in Ketten gefesselt sind. Die Herausforderung für uns besteht aber darin, uns auch nach Ramadan an die Gebote und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala zu halten. Schließlich hat Allah azza wa jal uns einen Monat Zeit gegeben, ihm subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Wenn wir das Gefühl haben, dass sich das Leben nach Ramadan wieder normalisiert und der Effekt nachlässt, müssen wir tief darüber nachdenken, warum das passiert. Vielleicht kommen wir zu der Erkenntnis, dass wir grundlegende Fehler in unserem Denken haben. Vielleicht haben wir Freunde, die uns nicht an den Islam erinnern. Oder wir verbinden nicht die alltäglichen Dinge im Leben mit dem, was nach dem Tod kommt. Wenn das der Fall ist, müssen wir an diesen Schwächen arbeiten und Allah subhanahu wa ta'ala um Stärke und Rechtleitung bitten. Das Paradies ist mehr wert, als sich nur im Ramadan zu bemühen. Denn niemand von uns weiß, ob er den nächsten Ramadan noch erleben wird. Die Sahaba haben schon Monate bevor der Ramadan anbricht,
Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, den Ramadan erleben zu dürfen. Warum? Weil sie den Ramadan als eine Chance gesehen haben, das Paradies zu erreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Bemühungen im Ramadan annehmen. Und möge er azza wa jal uns in seinem Dien festigen. Allahumma amin.